wir haben jetzt ja auch einen Special Guest da, also richtig toll, dass es geklappt hat. Unglaublich, also aus Karlsruhe, also die Streamerin Chessborn, also komm vorbei, du kommst auf die Seite, genau. Hi, Angelika. Hallo. Servus, also richtig spontan, also entstanden. Gesagt, ach komm, hast du Bock heute quasi mitzustreamen, dabei zu sein, hier im Schachfilmstudio in Karlsruhe. Und was wir jetzt machen quasi, wir werden gegen euch beide, gegen euch spielen quasi auf League Chess und werden zusammenspielen. Also ich würde sagen, also du hast ja schon Stream-Erfahrung, also was kann man eigentlich alles so machen? Also der Hand and Brain, Züge nacheinander, also was ist ja, da dein Favorite? Ja, eigentlich kann man Hand and Brain ankranken und ja, dann kann man auch blind Schach spielen, versuchen. Zum Beispiel, ja. Weil man kann, ich glaube auf League Chess, man kann da einstellen, dass die Züge werden dann von jemandem, also von dieser Roboter gesagt und dann kann man einfach die Züge machen. Oder einer verbindet sich irgendwie die Augen, ja, und so. Ja, kann man machen. Und dann muss man nur die Züge sagen, sagt einmal, genau, komm, alles. Was hältst du davon, wenn wir einfach Züge abwechseln machen und dann einfach ein bisschen so diskutieren? Okay. Oder komm, spielen wir einfach mal gemeinsam und diskutieren die Züge so ein bisschen, oder? Wir können erste Partie zum Beispiel gemeinsam spielen am Anfang und dann Hand and Brain. Machen wir so. Ja, okay. Du kannst dir jetzt jemanden raussuchen, gegen den wir spielen. Genau, du kennst die Expertin auf League Chess. Ja. Okay, so. Aber ich glaube, der erste, der hier steht, der wartet schon so sehr lange. Ich glaube, man muss den... Den Maurice. Aber das ist gewertet. Ja. Ist okay. Okay. Passt. Alles klar. Müssen wir gewinnen. Okay, dann... Genau, also... Das ist die Motivation hier. Okay, der zieht nicht. Jetzt mal schauen, also noch... Genau, er hat genau. Angst. Okay, wir machen dann... Ich mache erst den zweiten, oder? Wir spielen gemeinsam, du spielst und wir spielen mal E6. Französische Verteidigung, habe ich auch mal gespielt. Spannende Sache. Er spielt auch der Ledator, der ist auch auf YouTube, spielt auch sehr gern... Französisch. Okay, jetzt kommt D3. Das könnte einen königsindischen Angriff geben. Mhm. Und es gibt einen königsindischen Angriff. Jetzt bin ich gespannt. Also kann ich auch was lernen, wie du dagegen spielst. Ja. Das ist eigentlich... Das spiele ich selber. Also ich spiele das aus weißer Perspektive selber. Und ich, ja, ich bin gespannt. Also ich, ja. Ich bin auch immer gespannt, wenn das gegen mir gespielt wird. Weil normalerweise entweder verliert man oder gewinnt. Deswegen. Okay. So. Also hier wird Weiß dann auf den, versuchen irgendwie auf den König eine Attacke zu machen, Angriffen zu machen. So mit H4, gell? Ja, genau. Du broschierst rein im Angriff, okay, riskieren wir. Ja, wir riskieren. Und wir versuchen irgendwie später mit B5, A5 angreifen. Am Damenflügel so ein bisschen Druck machen, okay. Er muss hier B5 spielen. Normalerweise. Ich finde das normal, genau. Ich finde, dann machen sie aber nicht mal C4. Genau. Ja, spielt gut, oder? Ich frage mich, woher er die Öffnung hat. Also königsindische Angriff. Ah, wir haben einen Kümmer, wir haben 5 Sekunden. Achso. Wir haben man gut Zeit, kann genau. Locker überlegen. Ralf F4 stützt das den Bauern, okay. Mhm. Kann man es B5? Aber den möchte ich. Ja, ich spiele dann. Überlege mal. Also man kann sofort B5, A5, Läufer A6 spielen. Läufer B7 zum Beispiel, Läufer A6 auch, genau, das ist auch manchmal nervig. Oder das hier. Also und dann irgendwie versuchen auch... Gegen den C-Bauern zu gehen und gegen die Schwäche dort. Probieren wir es, oder? Ja. Okay. Springer B4. Ich glaube, er schaut zu. Ich wollte jetzt überlegen und sagen, was Weiß hier machen kann. Ich habe ja Angst zu sagen. Also spielst du auch selber mit Weiß? Oder nein, aber ich weiß, was die machen. Dann ist es sehr kompliziert für mich, dann zu spielen. Also sowas, also mit H4 versuchen und... Ich spiele auch ungern kommen. Dagegen. Genau. Ja, das ist immer unangenehm, weil mit dem Angriff, weil irgendwie ist es doch gefährlich. Und dann die ganze Abwehr macht C3, okay. Okay, wir müssen überlegen, was passiert. Rausnehmen zum Beispiel. Okay, läuft. Ach, ja, also ich habe gerade Informationen bekommen von der Regie. Georgios ist am Start, The Big Greek im Chat, also ja, also richtig cool. Also Big Greek, Hammer Typ. Also wirklich quasi, er hat das Schach an den Thermopylen quasi von den 300 Spartiaten gelernt, also wirklich. Und auch cool, dass er jetzt hier dabei ist und auch hier den Stream ein bisschen mitpromotet hat, also. Genau, also cool, dass du am Start bist. Vielen Dank. Okay. So, ich. Oh, genau, also nochmal, also jetzt nochmal viele Leute dazugekommen sind. Ja.
einfach mal vorstellen? Also sag mal ein paar Worte zu dir. Okay, genau. Ich heiße Angelika, ich studiere in Karlsruhe und ich spiele auch Schach, seit ich 5 Jahre alt bin. Und ich spiele zurzeit so für Schachfreunde Leitzau und ich streame auch. Ich habe Twitch-Channel und auch YouTube-Channel Angelika Chessborn und ja, ich mache Schach sehr gerne und spiele auch in der Frauenbundesliga. Okay, so. Also den YouTube-Kanal und den Twitch-Kanal verlinken wir auch quasi in dem Videostream. Also nachdem der Stream fertig ist, dann könnt ihr auch direkt quasi auf ihren Kanal gehen und Chessborn-Fan werden. Okay, jetzt macht der Springer Schlag C3. Wir müssen überlegen. Eigentlich Springer, wenn der Springer zum Beispiel D2 gezogen hätte, hätte er mehr Vorteile hier. Also er könnte sowas spielen. Aber jetzt, als er mit dem Springer genommen hat, dann weiß nicht, wohin der Springer dann weiterkommt. Deswegen müssen wir überlegen. Wahrscheinlich erstmal A6 spielen, damit er nicht. So, ich könnte wichtige Felder kontrollieren, wenn ich auf D6 noch reinspringe. Ja, dann, genau. Es ist jetzt interessant geworden irgendwie. Aber es hat auch eine stabile Stellung. Ja. Ein stabiles Zentrum und solide Läufer. Also kann mit H4 vorgehen. Also müssen wir schon müssen was zeigen am Damenflügel. Genau. Es ist ein bisschen nicht Standard so. Die Stellung. Schließt das komplett. Okay. Mhm. Jetzt haben wir immer diesen französischen Läufer. Also wie machst du das mit dem französischen Läufer? Normalerweise, ich versuche dann im Gebiet zu umtauschen, aber hier. Aber okay, wir haben doch C4 jetzt. Und wir können versuchen, irgendwie zu entwickeln. Aber das sieht gut aus, gute Idee. Ne? Kann auch B3 halt noch schwach trotzdem. Ne? Oder B5, B4. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, B5 schadet nicht in der Stellung, oder? B5, B4 wahrscheinlich dann A5 irgendwie sowas mit dem Läufer zu machen. Das sieht gut aus. Dame B6, A5, genau, Läufer A6. Das sieht eigentlich logisch aus, so versuchen, den Läufer so reinzubringen. Du kommst ursprünglich aus der Ukraine, richtig? Ukraine, genau. Ukraine? Ja, ja. Dann hast du da auch eine richtig gute Schachschule gehabt wahrscheinlich, oder? Also ich komme nicht aus einem großen Stadt, wo Schach sehr entwickelt wurde. Und deswegen, mein Coach war nicht so gut. Und ja. Aber ich habe dann selber irgendwie alles gemacht und dank meiner Eltern, meiner Mutter, wir haben dann an Schachturnieren teilgenommen, auch nach Deutschland gekommen bin. Ich war am ersten Turnier in Deutschland, das war in Bad Wildbad, das war irgendein Open, ich habe vergessen, ich weiß nicht, ob es jetzt gespielt wird, bis jetzt, und das war 2009. Und ich wohne in Deutschland seit 2016 und studiere. Das ist gut. Ja, da ist auch richtig Legenden kommen aus deinem Land. Also es wurde mir auch schon verschiedene Großmeister erzählt. Also ich weiß nicht, ob du auch Fan von ihm bist. Vasily Ivanchuk. Ja, Vasily Ivanchuk ist absolute geil, Genie. Ja. Springer B6 sieht cool aus. Genau, A3 ist auch häufig gar nicht so toll, weil man dann immer so auf C4 so diese Probleme bekommt, wenn der Springer da reinspringt. Ja, das Problem ist, dass danach nicht B3 gemacht werden kann. Wegen dieser A3-Bauer. Kann man einfach rausschlagen, dann B4 spielen, wenn er versucht, den Springer anzugreifen. Ja. Wie entwickelst du den Läufer? Also eher so Läufer D7 oder Läufer B7? Okay, der versucht wahrscheinlich was zu machen. Aber das dauert auch lang, glaube ich. Das braucht noch ein bisschen. Okay, wir machen CD. Ich hätte vorher eine Idee, den zu machen, damit wir den Bauer unterstützen können, wahrscheinlich mit dem Läufer B7, dann A5, B4 zu spielen. Das wäre mein Plan. Wenn er nichts dagegen tut, dann. Ja, zum Beispiel, ja klar, also, ja, Dame B6, A5, Läufer A6, B4, Türme irgendwie an Damenflügel bringen, da ein bisschen Druck machen. Ja. Aber halt den Angriff gleichzeitig irgendwie so managen, dass man da nicht irgendwie matt geht. Ja. Das macht dann wahrscheinlich irgendwann H5. Ne? Auch so eine Frage, ob man das einfach bis nach H6 durchlaufen lässt oder quasi auf H5 mit H6 reagiert. Ja, das ist. Da muss man überlegen. H5. Ich schaue mal ganz kurz in den Chat. Okay, alles klar. Und genau, bin gleich wieder bei dir. Hat dir geschrieben, spielt jemand hier das 4. Neukölln-Kirchner Online-Turnier mit? Kenn ich noch nicht? Ja, Peter Leko trainiert Keimer. Das ist richtig. Also, Peter Leko, einer der nettesten Großmeister, die es überhaupt gibt. Und wahnsinniges Schachverständnis.
Ich mag die GEZ, also ich bin jetzt nicht der größte Fan von der GEZ, aber ja, sehr schön, dass Orca den Mut gefunden hat, sowas Tolles aufzuziehen. Vielen Dank dir. Riesentalent. Also danke, danke der Big Creek. Okay, cool. Okay. FM, genau, schauen wir auf der Bucketlist. Okay, hauen wir mal weiter. So, Läufer. Läufer der 7, ja. Der 7. So, das sieht eigentlich gut aus. Aber ich weiß nicht. Ah, okay, hat den Plan irgendwie auch für 3 G4s reinzugehen. Wahrscheinlich irgendwann den Springer auch hier opfern, da muss man überlegen. Wahrscheinlich, wenn er dahin geht, muss man ihn einfach rausschlagen. Das dauert alles noch lange, dass man irgendwie am Darmflügel genau kommt. Ja. Ja, das Problem das ist, dass wir beide 2 Läufer haben und die Stellung ist relativ geschlossen ist und wir fast nichts damit machen können. Es wäre besser, irgendwie Linie aufzumachen. Für das Läuferpaar auf jeden Fall. Das ist, ja. Mhm. Was hältst du von Dame B6? Mhm. Wir greifen mal an und bereiten B4. Vielleicht auch den anderen Turm dann quasi so versuchen, so rüber zu bringen, den F-Turm. Und wenn der Springer gefährlich spielt? Das ist natürlich gefährlich, ja, ein bisschen. Gut, aber wir wollen ja auch einfach das Schach spielen, noch ein bisschen Risiko geben. Ja. Wir geben den Chance noch. Das soll ja auch spannend sein, also auch ein Comeback, genau, also das ist dann auch, ja. Scharfe. Bist du eher die positionelle Spielerin, die ganz langsam irgendwie so wie Kramnik also Vorteile akkumuliert oder auch taktisch riskant? Normalerweise ja, spiele ich positionell, aber ja, manchmal skiere ich und kann auch taktisch, also nicht so, wahrscheinlich kann ich etwas übersehen, aber dann kann ich materielles opfern, ja, und dann irgendwie zu besseren Stellen kommen, obwohl zum Beispiel objektiv wäre es nicht so. Also es ist so im Schach, wenn man sogar im Blitz spielt, dass wenn man irgendwas opfert und der Gegner kann Angst davon bekommen und dann man kann gewinnen. Dass er Respekt hat und es dann auch glaubt, genau, zum Opfer. Okay. Ja. Er denkt jetzt ziemlich lange, auch richtig guter Punkt, also mit diesem positionellen Schach. Also es ist auch was ihr auch mitnehmen, was Angelika hier gerade angesprochen hat, was ihr da mitnehmen könnt, ist, dass man gerade aus einer stabilen positionellen Stellung, also wirklich gut die Figuren umgruppiert, gut aufstellt, auch diese ganzen taktischen Möglichkeiten bekommt und erst dann halt auch erst wirklich, dass die Opfer möglich werden. Deswegen ist es auch wichtig, quasi stabile Züge zu machen und eine gute positionelle, eine gute Stellung aufzubauen. Also ich kann da das Zitat auch nicht oft genug wiederholen, also von Peter Leko, stabilize first und dann probieren. Also erstmal stabilisieren und dann wirklich zum Beispiel was opfern oder einen Angriff starten. Stimme zu. Ja, wir müssen mit dem Bewerbung. Sonst haben wir eine Qualle. Könnte mal als Opfer werden. Die lange Diagonale, aber glaube ich, ein bisschen zu scharf. Ja. Okay. Aber mit Bärbauer ist es besser zu schlagen, weil da eigentlich B2 ist sehr schwach und wir können dann angreifen. Das haben eigentlich richtig schönen Druck auf den Bauern. Also es ist auch so ein bisschen wie so ein Wolga-Gambit und der C-Bauer dann den Traum. Ja. Okay, welchen Turm? Wahrscheinlich mit Tandem. Beide sind gut. Ja, kann man machen. Ja, damit wahrscheinlich kann ich irgendwann den Feld hat, wegzulaufen. Oder Läufer F8 kann zum Beispiel auch eine Idee sein, das zu stabilisieren am Königsflügel. Also das ist so ein hybrider Zug, so ein bisschen einmal so Verteidiger am Königsflügel und am Darmflügel trotzdem noch so die Wirkung so entfalten kann. Ja, das ist angenehm. So eine B-Linie und so ein C4-Bauer. Ja, das... Okay. Ich würde gerne meinen Turm mit Dame tauschen. Jetzt kommt Technik, ja. Mhm. Na gut, Turm A7 kann man auch mal. Man kann auch Dame B3 spielen und das erstmal so freezen da hinten, also einfrieren. Turm A7 ist bestimmt nicht schlecht in der Stellung. Einfach Turm B7 zu spielen, also nochmal den Druck erhöhen. Also gute Züge. Ich weiß nicht, ich würde es so spielen, damit ich mit meiner Turm reingehe und dann... Auch schön. Also ich denke, das ist besser, wenn die Turm da vorne steht und nicht die Dame. Dame C7 oder Dame C6, schöner Zug, ja. Ja, damit sieben wollte ich nicht spielen, weil wahrscheinlich irgendwann kommt auch H6. Irgendwann dann damit
man irgendwie hier im Zentrum was machen kann, weil wir haben ja Läufer und wer hat Läufer auch, aber ja, man muss irgendwie aktiv spielen. So, jetzt ist es das Problem, dass er jetzt H3 spielen möchte, aber wir könnten eigentlich darauf nicht reagieren, einfach G6 einfach schließen. Also noch, G6 würde ich nicht aktiv spielen, also H6, also ich würde es fast schon, warte mal. Also nach H6, G6? Das geht zum Beispiel, dann macht Läufer G5 oder probieren, aber ist schon unangenehm, aber ich glaube, wir sind schneller am Damenflügel, habe ich das Gefühl. Weil H6 spielen... Da kann man auffordern, das ist dann alles immer sehr unklar und unangenehm. Ja, genau. Also lieber H6, ihn zu H6 kommen lassen, G6 spielen und dann mit Läufer F8. Mhm. Ich glaube, dann Turm B3 Zug ist gut. Genau, ja. Aber es ist trotzdem noch eine scharfe Stellung. Also Maurice, du spielst auch ziemlich gut. Also es ist wirklich also stabil gespielt. Also jetzt ein bisschen positionell am Damenflügel, so einen gedeckten C4-Bauern zugelassen, das ist, war jetzt nicht so genau. Aber sehr lang eigentlich, also würde ich auch sagen, oder? Also wenig. Ja, aber trotzdem... Fehler, ja. Oder kaum Fehler. Kaum Fehler, keine, genau, ja. Ein paar kleine Ungenauigkeiten. Langsam, aber genau. Okay, was könnte noch vorkommen? Also ich glaube, außer H6, also wahrscheinlich G4. Wahrscheinlich möchte ich das vorbereiten, irgendwie G4. Das dauert so lang. Ja. Also das ist... Gut, Traum ist jetzt eigentlich Turm A, B8 und dann... Ah gut, dann hängt der A5-Bauer, müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Ja. Okay, so muss man überlegen, ob wir die Türme verdoppeln möchten oder erstmal sowas spielen. Das ist auch interessant. Keine Ahnung, ob es etwas gibt. Gewinnt den Bauern, richtig? Oder ja, also wir können den Bauern fragen, aber dann, ich habe Angst, dass Turm irgendwie verloren. Also ich glaube mir was. Es wird auf jeden Fall gefährlich da hinten. Ich glaube, am elegantesten wäre es irgendwie, aber Turm A B8 ist halt das Problem, dass Dame schnell A5 geht. Mhm. Oder? Okay, wir versuchen. Probieren wir das. Aktiv, genau, dynamische. Ja. Immer aktiv zu spielen. Immer angreifen. Immer versuchen, aktiv zu spielen. Also immer, lieber eine aktive Lösung, wie irgendwie passiv versuchen, im Endspiel mit einem Bauern mehr überleben, also lieber auf Angriff gehen. Ja, wir haben keine Angst hier. Ja, es dauert noch lang, also G5 und H6. Genau. Ja, ich sehe keine andere Möglichkeit. Dame C1 wahrscheinlich, oder? Dame C1, dann schlage ich Läufer E3. Also, die Kabelturm geht nicht verloren. Also alles muss gut sein. Ja, und dann eigentlich drücken wir auf G4 zu fahren. Also, wenn Läufer irgendwo hingeht. Oh, warte, haben wir nicht, weil der. Oh, Passau geht noch. Ja, ja. Genau. Und trotzdem, man könnte auch Läufer schlägt G5 dann spielen. Das ist dann auch dann relativ gefährlich. Ja, nach Läufer schlägt G5 dachte ich, Turm G4. Wow. Also an. Ah, warte. Ja, also gefühlt irgendwie so lange wie möglich wenig Bauernzüge am Königsflügel, so den König so safe halten, so lange safe halten wie möglich. Und nur wenn es wirklich sein muss, dann irgendwie. Ja, man muss. Ja, deswegen habe ich nichts hier gezogen, weil wenn man zum Beispiel H6 irgendwann spielt, dann kann man es nicht mehr ändern. Und wenn er dann irgendwas hier opfern möchte, dann hat man Pech und wahrscheinlich verliert man. Oder auf jeden Fall, wenn man so, okay, in solche Stellen, wenn zum Beispiel man irgendwas opfert, wenn Bauer hier auf H6 spielt, dann gibt es irgendwann auch Remis, also gibt es immer Schach. So Dauerschach, ja, oder sowas, genau. Okay, ich hatte vor G6 oder H6 zu spielen. So irgendwie aktiv werden, weil noch sind wir gar nicht so aktiv da hinten. Wir haben nur einen Turm drin. Was können wir machen? Wir könnten Turm B8, weil der Läufer hängt, ja? Der F4-Läufer. Turm B8 ist ein Zug. Dame C7 ist bestimmt auch ein Zug, aber... Also ich würde auch sowas verschlagen. Keine Ahnung. Weil dann öffnet. Genau, dann können wir Grundreihenprobleme vielleicht bekommen. Ja, versuchen wir mal, den Bauer versuchen noch Druck zu machen. Wahrscheinlich auch irgendwann Dame A4. Da wäre noch
zum Beispiel sowas wie Z3 möglich. Also Dame A4, dann C3 irgendwann und versuchen auch auf den Königsflügel reinzugehen. Wahrscheinlich machen wir dann Angriff. Wer weiß. Ja klar, wenn wir Turm auf G4 reinkriegen und auch die Dame vielleicht oder Läufer C5 dann gegen den König, dann kann das schnell sein, dass wir angreifen. Wir müssen überlegen, was nach G6 vorkommt. Okay, H6 hat er gespielt, also ich glaube, das würde vorbei. Einfach fließen. G6 ist ein starker Zug. Ja. Ja. Er kommt jetzt auch nicht leicht dran. Also Dame auf G7, es gibt wenig Routen, wie die da hinkommt. Also wenn wir keinen schwarzfarbigen Löffel hätten, dann okay, dann hätten wir viele Probleme, weil der irgendwie mit der Dame reinkommen könnte und matt setzen. Aber okay, es braucht auch viel Zeit und wir haben unsere schwarzfarbigen Löffel hier, der unterstützt uns und ja, okay. Du hattest halt auch diesen Zug mal so angedacht gehabt. Gut, Turm B3 ist natürlich auch gut. Turm G4 sieht sehr stark aus. Ah, okay. Also ich habe es gerade von der Regie quasi die Information bekommen, ich soll in den Chat schauen. Okay, so hoch ist der Preis, steht halt, aber im Chat darum bitten, erhöht vielleicht die Chance auch. Aber im Moment schaut Orca nicht. Doch, jetzt schaue ich im Chat. Also was soll ich im Chat lesen? Wenn er wieder zum Chat geht, nach links schreibt, was Nettes. Bisschen mehr Chat-Interaktion würde ich mir wünschen. Ich muss jetzt, ja, das kriegen wir jetzt gleich hin. Oder machen wir es so. Du gehst nach links. Gehst ein Stück nach links und ich bin jetzt rechts. Manchmal kann das Leben so einfach sein, dass man einfach quasi so die Positionen ändert und dann kann ich direkt hier den Chat lesen und trotzdem noch ins Mikrofon ein bisschen sprechen. Okay, jetzt werde ich aktiver werden im Chat auf jeden Fall. Ich habe dich mit 10+5 herausgefordert. Ist das in Ordnung? Ist in Ordnung. Das ist ja auch schwer, vor allem wenn eine schöne Frau da ist. Also Kompliment vom Herrn. Ich mag die GEZ. Magst du die GEZ? Was ist GEZ? Muss man auch nicht wissen. Nächste Woche kommt wieder ein Video mit Orca. Richtig, genau. Also ich habe im Schachband da gemeinsam nochmal gegen 3000 Elo-Gegner sind wir angetreten, gegen Stockfish Stufe 8. Und wir haben Revanche gespielt, also wir haben nochmal dieses Endspiel so ein bisschen ausgespielt, Dame gegen Turm. Könnt ihr euch drauf freuen, aber ich verrate nicht, wie es ausgegangen ist, aber es wird auf jeden Fall cool. Und was ich auch noch sagen kann, also der Schachpanda ist wirklich, also ein richtiges Tier, also super, super Technik, super Endspielstark, also wirklich ein sehr, sehr ausgereifter, reifer Schachspieler, also wirklich Position, top, top Mann. Okay, jetzt kommen wir hier in die Zeitnotphase. 17 Sekunden, jetzt kommt Turm G2. Das stehen wir schon gut, oder? Ja. Also da hat irgendwie geblandet. Also da war die Dame und ich habe Turm B3 gespielt. Wahrscheinlich hat er einfach Pre-Move gemacht, ich weiß nicht. Okay, jetzt muss man überlegen, ob es man einfach umtauscht und dann das realisiert oder. Geht, kommt auch unsere wunderschöne Dame ins Spiel. Wahrscheinlich. Dame C7 sieht nicht schlecht aus. Dame D8 wahrscheinlich sowas. Ah, warte. Traum wird man, genau, der Traum war natürlich Dame schlägt E5 zu spielen oder Läufer schlägt E5. Beide Züge sind möglich. Ja. Und spielen wir Dame schlägt, oder? Mhm. Das ist eine Traumstellung. Genau. Da verliert eine Figur, oder? Also kann nichts mehr machen, oder? Und er gibt auch auf, also war auch. Was sagst du zur Partie? Also er hat am Anfang sehr gut gespielt. Also ich glaube, wenn wir klassisches Spiel gespielt hätten, dann hätte er mehr Zeit und kam nicht zu Zeitnot und hätte wahrscheinlich irgendeine bessere Möglichkeit gefunden. Aber ja, er muss noch mit wahrscheinlich der Strategie in dieser Stellung trainieren, weil eigentlich ist das Spiel von Weiß in solcher, also in Französisch, also wir können zurück mal gehen, also es ist sehr, sehr gefährlich für Schwarz und ja, ich glaube C3 wäre nicht so guter Zug. Also es ist schon okay, spielbar, aber man hätte den Plan hier H4 zu spielen, spielen wir D2 und versuchen die Figuren auf den Königsflügel reinzugehen, damit die den Angriff hier besteht. Er hat das ein bisschen zu spät gemacht.
Also du musst einfach Direktor spielen, einfach Direktor für den König. Weil man spielt entweder direkt oder ja, man ist einfach schneller auf dem Damenflügel im Schwarz. Ja, das stimmt schon. Ja, das ist, ja. Ja. Und einen Tipp kann ich auch noch geben, ist, was auch interessant ist, also hat Garry Kasparov auch immer in der Stellung gespielt, ist der Zug, warte, ich mache jetzt mal hier so ein Ding, der Zug C4, um gleich hier dieses Zentrum zu befragen. Und wenn dann geschlossen wird, hat man dann auch mehr Zeit durch das geschlossene Zentrum, in dieser geschlossenen Stellung, diesen ganz langsamen Angriff so am Königsflügel dort fortzuführen. Aber du spielst auch stärker als deine Zahl und... Es gibt auch C3, ja, finde ich interessant. C3, C4, ja, beide. Ja. Ja, spielt auf jeden Fall stärker als 1400. Ja, so richtig. So.